freuen wir uns mega, dass hier die ganzen Pflegekräfte mit Herz heute bei uns vertreten sind. Und zwei Mitarbeiter werden jetzt auch hier bei uns sprechen. Ja, hallo Karlsruhe. Genau. Ich bin Heiko, bin Kinderkrankenpfleger. Und ich bin Heidi, ich bin Kinderkrankenschwester. Und wir stehen hier stellvertretend für viele Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Einige Kollegen sind heute hier, um gemeinsam für die freie Impfentscheidung aufzustehen. Erstmal danke an Studenten stehen auf, dass wir heute hier mit euch gemeinsam Gesicht zeigen dürfen. Wir sitzen im gleichen Boot und verfolgen die gleichen gemeinsamen Ziele. Eigentlich ist ja alles zigmal gesagt, hergeleitet und belegt worden, aber wir möchten mal kurz zusammenfassen, worum es heute geht. Für uns ist momentan die einrichtungsbezogene Impfpflicht das brisante Thema. Viele von uns haben ein Schreiben vom Gesundheitsamt erhalten, in dem wir unter Bußgeldandrohung zum Nachweis eines Immunitätsstatus aufgefordert werden. Dagegen setzen wir uns zur Wehr. Unsere Entscheidung steht fest. Ich für meinen Teil werde diesen Beruf für immer verlassen, sollte dieses Vorhaben weiter durchgesetzt werden. Mittlerweile ist ja allgemein bekannt, dass die Impfung weder vor Ansteckung noch vor Übertragung schützt. Geimpfte oder Ungeimpfte können sich gleichermaßen infizieren. Es gibt keine Unterschiede in der Virenlast. Die Impfung ist somit wirkungslos. Das können wir im Arbeitsalltag sehr gut beobachten. Ein Ersatzplan jagt den anderen, spätestens seit dem Booster. Die Impfung bietet keine Herdenimmunität, schon gar nicht gegen ein ständig mutierendes Grippevirus, womit jede Begründung für eine Impfpflicht haltlos ist. Vielen ist nicht bewusst, dass sie an einem Experiment teilnehmen, das jetzt schon seine Opfer fordert. Wir beobachten eine deutliche Zunahme an Herzmuskelentzündungen, Thrombosen, Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen, um nur ein paar Krankheitsbilder zu nennen, die seit der Impfkampagne vermehrt auftreten. Es ist ein Tabuthema. Die Impfung kann und darf nicht die Ursache sein, auch wenn der zeitliche Zusammenhang noch so offensichtlich ist. Um diesen Patienten eine Plattform zu geben, sammelt Pflege für Aufklärung die Erfahrungsberichte von Menschen mit Impfnebenwirkungen. Jeder kann sich bei pflegefuraufklärung.de melden und von seinen Erfahrungen berichten. Wir wünschen uns endlich einen offenen Diskurs ohne Zensur, sodass die Wahrheit transparent und für jeden leicht zugänglich ist. Es ist sehr enttäuschend, wenn wir als langjährige Mitarbeiter im Gesundheitswesen derart diskriminiert werden, obwohl alle Fakten für uns sprechen. Und wir wissen von vielen Kollegen, dass sie aufgrund ihres nicht vorhandenen Impfstatus diskriminiert werden. Damit muss endlich Schluss sein. Eine Impfung gegen SARS-CoV-2 sollte immer freiwillig erfolgen und jeder darf und muss dies für sich selbst entscheiden. Und ich spreche jetzt bewusst in die Richtung. Deshalb muss das beschlossene Gesetz der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Gesundheitswesen mit dem gravierenden Eingriff auf körperliche Unversehrtheit zurückgenommen werden.
2 Jahre lang waren wir gut genug und jetzt sollen wir auf einmal nicht mehr systemrelevant sein? Ich kann mich noch an den ersten Lockdown erinnern. Stolz bin ich nach dem Spätdienst mit meinem Schreiben, wo drauf stand, systemrelevant, durch die leere Stadt gefahren. Und jetzt drohen sie mir mit Bußgeld und Tätigkeitsverbot. Geht's eigentlich noch? Wir werden weiter auf die Straße gehen und für eine freie Impfentscheidung kämpfen. Danke! Den Song haben wir selber geschrieben, letztes Jahr im November. We want a fair trade, we don't trade fair. We want a healthy breeze, but smoke is in the air. We can fake more and more, try to reach a word to score. Hide a soul behind a mask, search for someone to adore. No need to be better, just respect for each other. Is it easy to be lonely and so hard to stay together? Live, love, love. We are just the same. Live, love, love. Can you see all the colors? Live, love, love. We're all the same. We're all just the same. Live, love, love. Can you see all the colors? Oh, we don't sleep, just work and repeat. Stop listening to our own heartbeat. Taking drugs to be awake all days and nights. Stop being restive to fear sight. Even if the words seem gray and dreary, you're precious, you're extraordinary. Live, love, love. Let's go on to take a deep breath. Live, love, love. Be yourself cause you're gorgeous. Live, love, love. When stuck in your past, tomorrow comes fast. Live, love, love. Don't cast away your present. Live, love, love, we're all the same, we're all just the same. Live, love, love, can you see all the colors? Live, love, love, we're all the same, we're all just the same. Live, love, love, can you see all the colors? Dankeschön. Ja. Wir sind alle gleich und wir haben alle Farben und das ist doch das Schöne. Warum sehen wir nicht alle Farben? Warum sind wir nicht einfach miteinander statt gegeneinander? Und bevor wir jetzt den letzten Song machen, den wir tatsächlich extra für hier auch geschrieben haben, für heute hier geschrieben haben, ja, wo es einfach wirklich darum geht, gegen diese Spaltung, egal ob geimpft, nicht geimpft, ist doch völlig egal, ob jemand Maske tragen will oder nicht, soll jeder machen, wie er will, ja, ist in Ordnung. Fakt ist,
dieses Gegeneinander und Auseinandergehen und irgendwie Kriege führen und lauter so Mist, ja? Also ich frage mich auch, wer hat überhaupt die Waffen erfunden? Ja, das ist totaler Quatsch, braucht kein Mensch, ja? Das gibt immer einen Ursprung und hätte es den damals nicht gegeben. Also mein Vater würde mich jetzt naiv und vielleicht auch ein bisschen dumm nennen, ist auch egal, da bin ich naiv und dumm. Aber was soll das, ja? Also wenn man sich irgendwie nicht gut versteht, also früher bei uns in der Grundschule hat man sich eine Ohrfeige gegeben, dann waren man die besten Freunde. Könnte man einfach auch so machen. Eigentlich kein Thema, aber gut.